So, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Portal. Weil es läuft so zu den alten Teststrecken anscheinend. Die schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nur so ein bisschen. Lassen wir erstmal gucken, wie wir auf die Teststrecke kommen. Aus Sicherheit alles aus Asbest wie ein Ratten, okay. Da sind wir doch. Oh. Na, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinen, ich kann keinen lassen, nur weil er Rollstuhl sitzt. Hat's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Da war der Eingang. Ja, sieht sehr nett aus, Leute. Die erste Testkammer, wo wir selber sozusagen das Deal herbesteuern müssen, anscheinend. Aber wir setzen uns erstmal hier. Dort. Satellites. So, und wie? Der Schwung lässt uns nur dahin fliegen. Und dort haben wir Clipper. So, da kommt der Clipper ja dauerhaft. Buddy disconnected from your channel. Ach so, der Clipper lebt jetzt dann. Okay, wir landen sozusagen dort. Hinten ja dann. Lassen wir dann. So. So viel. Dann. Bumm. Und. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. Schwerkraft in wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Schwerkraft aufgehoben, was hat die Errungenschaft, die wir hier durch freigeschaltet haben?
Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Hier haben wir jetzt aber noch ein neues. Ah ne, das hat er sauber gemacht, Gel. Ah ja. Hier hoch. Ah. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Das, was die Farbe da dran macht. Dort passiert nur. Sieht da nochmal laut das mal. Thank you.
Verdammt. Da schreibe ich nur. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Das ist der Fall. Das hier tropft. Die Flüssigkeit tropft.
Upsala. Wie viele Teller mache ich da runter schmeißen? Da ganz oben stoßt der da oben an. Das ist schon gut für tiefer, nein. Mit uns schon tiefer, was wird nichts bringen? Verdammt, das war einfach minimal zu hoch.
halt auch ziemlich früh. So, aber das ist so ein bisschen interessant. Wie das dann so aussieht, keine Ahnung. Die weiße Wand wohl. So. Aber so. Wie es weitergeht, sehen wir diese Überlänge ein bisschen in der nächsten Folge als normal. In der nächsten Folge, aber dann. Tschüss.